Roberto, ja. Ja. Du hast bei dem Seminar teilgenommen, wie fühlst du dich? Ich fühle mich auf jeden Fall besser als vorher und erleichtert. Das ist halt, naja, ich wusste zwar, dass ich was machen will, dass ich auch kontinuierlich was machen muss, dass man auch einen Plan dafür braucht, aber wie ich den Plan gestalte oder wie ich da auch dranbleibe an diesem Plan, dass ich das dann sage, okay, ich mache jetzt einen Plan und wie das funktionieren soll, weil vorher habe ich einfach gedacht, gut, ich sage, heute mache ich das, morgen das, morgen das. Mhm. Und irgendwie habe ich das nie gemacht. Also ich habe mir immer vorgenommen, ja, ich mache das und dann habe ich es nicht gemacht. Mhm. Und was wird sich jetzt in Zukunft ändern mit dem, was du... Also ich denke, dass ich, wenn ich jetzt so diesen Plan so kontinuierlich fortführe, dann werde ich auch das, was ich mir vornehme, auch machen. Mhm. Und damit habe ich dann auch Erfolg wahrscheinlich. Mhm. Gut. Und du hast vorher eine Zahl aufgeschrieben zu deinem bestimmten Thema. Hat sich diese Zahl verändert? Ja, die hat sich auf jeden Fall erhöht. Also, hat sich wesentlich erhöht? Ja. 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 Dankeschön. Dankeschön. Ja.